Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zum Part Nummer 226 von Zelda Breath of the Wild. Wir sind heute noch im Stream 10 unterwegs und werden das Akala-Gebiet soweit abschließen. Und einen kleinen Stream-Restart musste ich leider machen, weil es angefangen hat, mörderlich zu laggen. Ich glaube, soweit wie ich das jetzt sehen konnte, im Video sieht man nichts, aber naja, im Stream war es halt sehr unpraktisch. Und ja. Deswegen ist da einmal ein kurzer Schnitt drin, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Video. Der fliegt voll daneben. Da drüben, jetzt sieht man das Loch ein bisschen. Alter, den kriegt doch niemals dahin. Okay, bleib stehen. Wenn er jetzt mit Pfeile schießt, ist mir das egal, weil dann kann er mich trotzdem nicht treffen. Jetzt kommt mein Pferd aber. Tschüss, zu weit, oder? Nee, der geht noch. Da links ist es. Okay, Moment. Nee. Nee, zu weit links. Der könnte ganz gut sein. Nee. Ganz schlecht, ganz schlecht. Aufzureihen. Ah. Okay, der ist jetzt schon schön hoch. Bleibt jetzt da liegen? Sehr gut. Okay. Jetzt kann ich probieren, ihn wenigstens reinzurollen. Muss ihn hier nur irgendwie reinkriegen. Oh. Oh Gott. Das könnte jetzt wehtun. Das wird auch gleich wehtun. Nee, zu weit rechts. Das ist zu weit links. Oh Gott, viel zu weit rechts. Aua. Das war auch viel zu doll, merke ich gerade. Ich hoffe, ich krieg den noch irgendwie. Nee, der ist weg. Rippsteini. Schön, dich gekannt zu haben. Oh nee, da liegt er. Der ist noch heiß. Zack. 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 Zack und zack. Ah. Jep. Ja, ich bin mal wieder dabei, Crocs zu sammeln. Und guten Abend, Serako. Ich bin jetzt bei 670 oder so. Irgendwie sowas in dem Dreh. Rampe funktioniert? Geht so. Das könnte jetzt eh wehtun. Ich sehe nicht mal, wo der ist. Okay, da. Oh, das wird jetzt echt böse. Das ist nicht so cool. Nein, mir fehlt der Boss. Mann, hört doch mal auf, das alle zu sagen. Ich mag Daruk-Schirm nun mal nicht. dir fehlt noch ein Boss? Nein. Ich habe das Spiel schon durch. Mann, ey. Jeder so, ach, du hast Daruks Fähigkeit nicht an. Dann hast du den Boss ja noch nicht gemacht. Nein, ich habe den Boss gemacht. Ich mag den Schirm nur nicht. Ich glaube, du bist der Siebte oder so, der das sagt? Hier, ich habe die Fähigkeit. Ich habe sie nur deaktiviert. Man kann Fähigkeit auch deaktivieren. Mal hier ein ganz blödes Beispiel. Ich habe 80%. Wie kann ich da das Spiel dann nicht durchgespielt haben? Soweit ich weiß, zählen tatsächlich die Dungeons auch als Prozente dazu.
wollte gerade abblocken, aber ich konnte nicht. Und jetzt ist er viel zu weit. Er ist schon wieder rechts unten, oder? Diesmal nicht. Ja, wo ist er diesmal hingeflogen? Oh, hier oben ist voll das Loch. Oh, das wäre... Oh, das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Na, komm her, komm her! Trau dich! Weichei. Trau dich! Zack, Doppelschlitz. Kleines Opferkind. Nee, nicht du. Oh, noch. Zack. Ja? So sieht's aus. Stunden? Ich glaube, ich habe 200 oder so. Oder nee, ich glaube noch nicht mal. Na gut, ich habe halt auch eine Karte, also von daher. Ohne würde ich das hier nicht machen. Also ich kann ja meinen Helm wieder absetzen, fällt mir mal gerade so auf. So, jetzt habe ich auch wieder mehr Rüstung. Die DLCs habe ich auch beide durch. Hier. Ich habe maximal das Masterschwert und links siehst du ja die Pluszeichen. Oh. Jetzt wird das Loch doch ein bisschen gefährlich. Da den rauszulupfen ist ein bisschen schwieriger. Ja, ich finde die Maske ist nicht so hilfreich, weil du musst halt echt nah dran sein. Und wenn du nicht weißt, wo die Crocs sind, das ist teilweise echt frustrierend. Da hilft dir die Maske nicht so viel. Das ist meine Meinung dazu. Also ich finde, die ist ganz geckig. Aha, doch ins Loch. Ist ganz geckig, aber um wirklich Prozent Hand zu machen, eher von Nachteil. Also finde ich nicht gut. Komm, Hole in One. Jawohl! Aus dem Bunker, aus dem Sandbunker rausgeschossen und getroffen. Das war mit einer der längsten Crocs. Wow. Das war anstrengend. Gut. Die nächsten erwarten bereits. Den haben wir jetzt auch schon. Den muss ich nicht mal mehr markieren. Das ist ja awesome. So, wo ist der denn? Hier vorne. Ja, das finde ich auch kacke. Den, Eponator Zero, ich finde, das ist absolut dämlich. Also, in meinen Augen halt absolut sinnlos. Ab dem Moment, wo die übelst geile Rüstung reingepatcht haben fürs Pferd, wo du die überall hin teleportieren kannst, ist der Eponator Zero so sinnlos. Hier, beim Baum wird wahrscheinlich eine hängende Nuss sein. Oder ein Ballon. Das kann natürlich ebenfalls der Fall sein. Oh, da sehe ich gar nicht, wo das ist. Ich glaube, der ist hier unten und wir müssen hochklettern. Ich finde das Design auch nicht so cool. Die hatten ja eine Konzeptart vom Eponator Zero mal gezeigt, wo sie ursprünglich den Wolfling als Vorbild genommen haben. Fand ich um Längen cooler. Das war um einiges geiler. Mit Wolfsling vorne als Kopf. Viel, viel cooler als der Eponator Zero jetzt ist. Und Ausdauerkäfer. Hier links den roten. Die sind beide deaktiviert. Ah, ist ja noch ein Ausdauerkäfer. Ah, schade. Die Ausdauerkäfer sind gar nicht so häufig. Wobei ich weiß, in der Nähe von Kakariko ist noch einer. Oh, ist ja hier links. Okay, das ist wieder eine Plattform. Ich habe den, glaube ich, zweimal benutzt. Einmal, als ich ihn dann gekriegt hatte, einfach zum Gucken, wie ist der jetzt eigentlich. Und jep, jep. Und einmal, man kann tatsächlich ein bisschen damit schummeln. Und zwar hier drin in den Dolbran-Ruinen. Wenn du ihn da drin benutzt, ist der halt voll OP.
Ist halt richtig lustig, weil du kannst dann halt einfach straight durchfahren und du siehst halt alles. Weil der Lichtkegel von dem Ding ist halt übelst groß. Aber es gibt nur ein einziges dunkles Gebiet im ganzen Spiel und das sind die Droibran-Ruinen. Wo du halt auch den Eponator dann benutzen könntest. Nächstes Problem ist, der ist die Belohnung für das zweite DLC, sprich du musst einen fucking Boss besiegen dafür. Also bis dahin hat man die Droibran-Ruinen auch ohne irgendwelche Probleme durchquert, indem man eine Fackel nimmt und die wirft. Oder man guckt sich an, wo genau der Schrein jetzt eigentlich ist, erkennt, dass man halt, wenn man in die Droibran-Ruinen reinkommt, einfach nur geradeaus laufen muss, über eine Wand klettert und dort ist und dann ergibt sich der Rest auch von alleine. Das wäre ebenfalls eine Alternative. Zack. Ja, normalerweise, du kriegst am Anfang, glaube ich, drei Fackeln gleich geschenkt. Oder zwei, irgendwie so. Und hast du halt auch gleich noch eine Feuerquelle zum Anzünden davon. In die falsche Richtung, merke ich gerade. Und damit sollte man das eigentlich machen. Du kriegst auch unterwegs, sollst du dann noch so ein bisschen Jump'n'Run-Sachen machen. Also du wirst halt richtig durch den Pfad geführt. Und es ist halt auch alles vollkommen überflüssig, weil du kannst einfach straight geradeaus laufen, wenn du reinkommst, über eine Wand klettern und bist da. Das war's. Wusste ich auch nicht. Ich hab's auch nach dem normalen Weg gemacht. Einfach fand ich auch cooler so an sich. Weil ich den Weg an sich sehr schön fand. Also haben sich was Cooles bei ausgedacht. Und ja, also du hast halt auch so richtig Jump'n'Run-Einlagen, wo du dann die Fackel weiterwerfen sollst und du kriegst auch Fackeln gestellt dann noch. Mehr und so weiter. Ist richtig cool eigentlich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist der Stein jetzt hier oben oder was? Ich wusste Stein, schwör. Ich brauche den Stein, Mann. Oh, mehr zu wissen, ja. Oh, ich merke gerade, ich habe auch einen von den Krog weggeworfen. Den könnte ich eventuell nehmen. Ich glaube, der ist aber jetzt nicht mehr da. Der ist ja schon despawned. Jo. What a pity. Zack. Wölfies. Ich habe den Hinox noch nicht mal besiegt. Das war noch ziemliches Early Game. Da hatte ich noch Angst vor den Viechern. Deswegen habe ich immer schon rumgeschlichen. Und den Trick mit der Hand habe ich sogar alleine rausgekriegt, dass man, wenn die schlafen, dass du dir dann halt auf die Hand klettern kannst und dann heben die dich auf ihren Bauch und wenn solange wie du geduckt bist, ist das halt alles voll legit. Da passiert dir halt nichts. Fand ich auch ziemlich cool. Kann jetzt mal bitte hier irgendwo der Kackstein rumliegen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Stein mich trollen will. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich werde sehr verbunden, wenn du nicht darunter fallen würdest. Link, kannst du jetzt bitte verdammt nochmal, danke. Meine Güte, es ist doch nicht so schwer. Da vorne ist ein Stein. Happen. Hi. Und tschüss. Schau mir mal euren Stein. Also wenn ihr nichts dagegen habt, ja, also wenn ihr was dagegen habt, dann spricht jetzt oder schweigt irgendwie so. Wir sind verheiratet. Och, verdammt nochmal. Ich habe halt überlegt, wie kriege ich den hier am besten runter? Ich hab gehofft, dass der jetzt einfach nur runterholt. Macht man nur. Danke fürs Spoilern.
Ich habe extra gesagt, keine Spoiler. Na komm schon, Kopftreffer. Was? 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 Okay, also unter den kann ich mich schon mal nicht stellen. Aber reicht nicht. Cash, Lebenspunkte, Wo sind meine Nüsse? Ja. Oh, beim nächsten Treffer ist er weg. Zack. So, wo kriege ich jetzt einen neuen Stein her? Muss ich mich echt zurücksetzen? Ich will aber nicht. Nee. Jetzt nicht, wenn ich weit weggehe. Markiere mir mal kurz hier nochmal das Ding. So, gehen wir mal einfach zum nächsten Krog, mal gucken. Vielleicht reicht ihm das ja aus, damit er den Stein respawnt. Das ist tatsächlich ein Stein. Oh nö, muss ja hochklettern. Okay, ganz vergessen, ist ja ein Hallo? Warmes Gebiet, gleich Sonne. Kannst du bitte aufhören zu regnen? Auf zu regnen! Danke. Zack. Jep, jep. Knock. Ob ich es mit dem Stein auch probieren kann? Oh, der kriegt da doch niemals hoch. Das könnte funktionieren. Na komm schon. Do it. Denk, du kannst das. Ich glaub an dich. So. Und nochmal zurückwandern. Nur für den Fall, dass der Stein nicht respawnt ist. Und dann habe ich einen Versuch mehr. Mann, aber wenn ich den da runterwerfe, dann fällt er da auch runter. Kann ich den vielleicht schräg werfen, dass er zur Seite wegrollt? Weil da ist ein bisschen mehr Platz. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Oh, ey, kaum wieder zurück in dem Gebiet. Bam, Gewitter. Yay. Na, was für ein Spaß. Oh, 1% verworfene Frames. Was ist denn da los? Mein Internet, der ist schon wieder total kacke. 3400, ey. So viel hatte ich noch nie. Nicht mehr am letzten Mario und Rabbit Stream. Da waren es 5 Stunden. Hallo. Bestimmt nicht mit dem Ding hier runterfallen. Wolltest du jetzt bitte nach der Du? Oh, sehr gut. Geht das? Ja, verschärft. Ah, ist ja der Hammer. Vorschlaghammer. Okay, gut, dann haben wir dich also auch. Auch und dann muss ich jetzt hier rüber, dann kann ich mich aber auch hin teleportieren. Komm ich besser weg. So, dann haben wir da noch 3, 4, 5,
Sechs, sieben. Wenn ich es richtig sehe, sieben Stück haben wir noch. Dann sind wir mit dem Gebiet hier auch durch. Danach geht's dann zum Ranelturm-Gebiet. Das Reich der Zoras. Mann, 3500, das werden immer mehr. Was ist denn da los? Ich will den Stream nicht neu starten müssen. Aber scheiße. Jetzt noch mehr werden, dann muss ich wirklich meinen Stream neu starten und mein Internet ausmachen. Boah. Hi. Ach da. Das ist wirklich ein Rennen. Scheiße. Easy Mode. So. Zack. So, noch theoretische sieben. Wo sind die denn? Oktowald, da haben wir einen. Hier. Den da rechts haben wir sogar schon. Sehr schön. Okay. Hier irgendwie. Hier vorne irgendwie bei dem Ast, da wird wahrscheinlich dann eine Nuss drin sein. Sehe ich das richtig bei dem Haus hier? Warte mal ganz kurz, ich muss mal ein bisschen... Boah, Alter. Oh, das ist jetzt echt schwierig. Ja, doch, hier bei dem Haus. Die bei der Quelle habe ich auch nicht, nee. Ist da so? Okay, und dann haben wir hier noch zwei beim Eldra-Kessel. Ne, eine. Ein. Das war hier links irgendwo. Hier. Okay. Sieht doch machbar aus. So, aber ich sehe gerade, die Frames werden immer mehr. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz mein Internet neu starten. Für den Fall, dass jetzt irgendwer gerade noch zuguckt. Ich starte mal ganz kurz mein Internet neu. Und... starte dann den Stream neu. Damit das hier... Ich hoffe es einfach, dass das jetzt einfach mal kurz Router neu starten, dass das mein Internetproblem behebt. Und ich würde sagen, bis gleich, Leute. So, meine Damen und Herren, und es kann weitergehen. Ich hoffe, mein Internet hat sich jetzt gefangen. Ich habe es jetzt ein paar Minuten getestet. Und es scheint wieder zu gehen. Und ich denke... Let's go, wie Mario sagen würde. Let's go. So, zuerst den blauen, der wäre ganz nice. Also, ich habe ja... Aber wie gesagt, ich habe halt mein Internet kontrolliert und dazu habe ich es halt auch ausgeschalten. Deswegen habe ich kurz das Fenster kleiner gemacht. So, ich hoffe mal, jetzt funktioniert es wirklich. Also ich habe nochmal alles kontrolliert. Ich habe nichts offen, was irgendwelche Updates ziehen könnte oder Probleme machen könnte beim Up-Download. Also beim Up- und beim Download. Ich habe zwar 119 verworfene Frames, aber die sind ziemlich normal. Ich finde es auch gut, dass ich nicht blockieren kann, weil... Autsch. Weil ich gerade die Sachen eingesammelt habe. Oh, schade, das wäre lustig geworden. Jawohl, noch in die Fresse. Schöne in die Fresse, Rainer. Aber schön voll aufs Maul. Sind die Dinger hier geboren oder was? Er hat nicht getroffen?
Wenigstens ist bei den Dingern alles ein Headshot. Mal eine gute Sache. Das wird mir gleich selber sowas von wehtun. Ich rieche es. Bis hierhin. Okay, Glück gehabt. Zwar nicht das gemacht, was es machen sollte, aber Glück gehabt. So, zack, zack. Zack. Alliop. Ja. Jep, jep. Zack. Noch ein Zitterling. Könnte ich zwar nicht gebrauchen, aber ist egal. Ich nehme ihn trotzdem. Weil das Spiel mir das angeboten hat. Du sollst nicht verweigern des angebotenen Spiels Pilz. Das lernt man in Mario. Genau. Oh. Noch mehr Wölfe. Keiner mag die Viecher. Und dabei, So, weg mit dir. Langsam geht's auf die Stimmbänder. Ah! Oh, hier sind ja irgendwas mit R. Ah, mir fällt auch gerade auf, das ist ja Oktowald, ich Idiot. Und leider ein Stein oben. Schade. Wenn's cooler, wenn mal wieder eine Eiche kommen würde. Jep, jep. Zack. Ah, da waren Maxi-Trüffel, aber wir haben noch genug. Weil ein Trüffel ist auch ein Pilz, oder? Wo waren der jetzt? Alter, hier fliegen die Fetzen. Aber wo bin ich jetzt langgelaufen? Hier. Maxi-Edeltrüffel. Ey, Juckchen! Heidoken! So. So ein Emu. Den brauchen wir aber auch nicht. Der ist nett. Der wird am Leben gelassen. Genau, stimmt. Da oben war ein Haus. Und es bietet sich sogar richtig an, dass ich da jetzt hochgehe. Von da oben kann man super runterfliegen. Da können wir dann easy hierhin fliegen und dann könnten wir uns zur Not auch dahin teleportieren. Und Rivali Sturm ist auch wieder auf 2 Aufladungen. Das heißt also, wir würden dann auch sehr, sehr gut durch den Eldra-Kessel kommen. Los, kommt man nicht. Muss er nicht. Der Gute darf sich mal ausruhen. Aber nur solange Damenschuhe im Sonderangebot sind. Heute Damenschuhe. Wartet, Ausrüstung. Heute Damenschuhe im Sonderangebot. Nur 36,95. Statt 99,95. Sie sparen 102%. Das macht keinen Sinn. Werbung macht keinen Sinn. So, haben wir das auch mal geklärt. So ein bisschen. Zack, Whistle Running. Ich muss sagen, das Klettern hier im Vulkanberg ist echt anstrengend. So, ein bisschen Whistle Running wieder. Das passt schon. Ja, einmal noch. Jawohl. So, da oben sind die Ruinen. Der Emu leitet uns den Weg. Sag uns, mein Freund. Wo ist er, der kleine miese Harald, der sich Grog schimpft? Da oben? Ah, okay, verstehe schon. Danke, mein Freund. Du bist des Rätsels Lösung. Ich danke. Zack. Ja. Jep, jep. Das Modul. Komm, fliegen wir zum Gelben, ist besser. Upsala. Okay, er hat sich anscheinend gefangen. Wir sind jetzt immer noch bei 119. Ja, immerhin etwas. Nicht gut, aber etwas.
schon doof, wenn sich das Internet nicht so fangen will. So hier unten. Ah ja, da ist wieder einer mit einer Nuss. Ja, dachte ich mir schon, dass der daneben geht. Oh Gott. Bin aufgekommen, ich habe das Vibrieren gespürt. Okay, ich habe keinen Damage gekriegt. Gut, das war jetzt meine einzige Befürchtung an der Stelle. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand und es würde mich sehr unterstützen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, a Raccoon Stay Play. Ciao.